Möchtest du wissen, wie du uns auf einfachsten Wege Belege zukommen lassen kannst? Dann schau dir dieses Video bis zum Ende an, denn wir schauen uns drei neue Möglichkeiten an, wie du uns deine Belege schicken kannst. Hi, mein Name ist Melcher von der Conte Steuerberatung und meiner Erfahrung nach brauchen Selbstständige 60-70% ihrer Buchhaltungszeit dafür, ihre Belege zu organisieren. Das heißt, die richtigen Belege an den richtigen Ort zu bringen und dann in der richtigen Reihenfolge abzulegen. Deswegen haben wir uns Gedanken gemacht und es gibt jetzt drei neue spannende Funktionen, wie du uns deine Belege schicken kannst. Die erste neue Funktion ist nicht ganz neu. Und zwar haben wir eine spannende Weiterleitungsfunktion. Das heißt, du kannst, wenn du per E-Mail deine Rechnungen bekommst, sie einfach an belege@contis.com weiterleiten. Ich habe dazu auch schon mal vertieftes Video aufgenommen, wo ich auf die ganzen Details eingegangen bin. Das verlinke ich dir hier oben rechts einmal noch. Was jetzt spannend ist, du kannst jetzt einfach deine Belege, also deine E-Mails mit den Belegen weiterschicken an die E-Mail-Adresse. Und wenn Contis dann die richtige Transaktion für den Beleg findet, dann wird das automatisch synchronisiert. Aber natürlich kann das auch immer mal vorkommen, dass nicht alle Belege gelesen werden können oder du mit einzelnen Transaktionen vielleicht auch mehrere Rechnungen bezahlt hast. Deswegen siehst du jetzt in der Web-Oberfläche von der Contis-App alle Belege, die im System gespeichert sind, die aber noch keiner Transaktion zugeordnet sind. Und die kannst du jetzt ganz einfach miteinander verknüpfen. Das heißt, du hast jetzt jederzeit die Übersicht darüber, welche Belege eigentlich schon in Contis sind und kannst sie denn manuell mit den einzelnen Transaktionen verknüpfen. Die zweite Funktion, die du jetzt neu benutzen kannst, ist die Teilen-Funktion auf deinem Smartphone. Wenn du also eine Bilddatei oder ein PDF auf deinem Handy hast und sie zu einer Transaktion in deinem Contis-Konto gehört, dann kannst du einfach diese Datei auswählen, auf Teilen klicken und kannst dann Contis auswählen. Im nächsten Schritt kannst du dir alle Transaktionen anzeigen oder nur die Transaktion, wo gerade noch ein Beleg fehlt, und dann es einfach mit der Contis-App und der entsprechenden Transaktion teilen. Das heißt, wenn du deinen Beleg auf dem Smartphone hast, kannst du diesen Beleg jetzt mit wenigen Klicks in der Contis-App der jeweiligen Transaktion zuzusortieren, ohne überhaupt nur die App öffnen zu müssen. Die dritte Möglichkeit, wie du uns Belege schicken kannst, ist der Massenupload über die Browser-Version. Vielleicht kennst du die Funktion schon, die wurde jetzt aber ein bisschen erweitert. Und zwar konntest du uns da immer deine Unterlagen schicken, die zum Beispiel für die Einkommensteuer relevant sind, das heißt, wo es gar keine Transaktionen gibt. Jetzt kannst du über die Browser-Version uns aber auch alle deine Buchhaltungsbelege zusenden. Ich selbst habe meine Buchhaltung immer so gemacht, dass ich erstmal alle meine Rechnungen auf meinem Desktop gespeichert habe. Das heißt, ich habe mich in die einzelnen Portale eingeloggt, die ganzen Rechnungen runtergeladen und dann habe ich sie gebündelt irgendwo hingeschoben. Und das kannst du jetzt auch machen und du kannst sie einfach gebündelt in der Browser-Version zu Contis schicken. Contis liest dann die einzelnen Belege und sortiert die entsprechenden Belege den zugehörigen Transaktionen zu. Wenn ein Beleg nicht gelesen werden kann oder aber auch gelesen werden kann, aber keine passende Transaktion da ist, dann kannst du sie, wie im ersten Tipp auch schon gezeigt, auch manuell den einzelnen Transaktionen zuordnen. Ich hoffe, mit diesen tollen neuen Funktionen sparst du nochmal ordentlich Zeit in der monatlichen Belegverwaltung. Wenn du dazu noch weitere Fragen hast, dann findest du auch weitere Informationen noch einmal unten in der Videobeschreibung verlinkt. Oder aber du schreibst uns einfach einen Kommentar und wir helfen dir dann gerne weiter. Wenn du dir jetzt denkst, diese Funktionen sehen sehr attraktiv aus und ich würde die auch gerne nutzen, dann wird doch einfach unser Mandant und dann hast du auch diese tollen Möglichkeiten. Wie du das werden kannst, welche Anforderungen es gibt, was du bekommst und so weiter, das erfährst du, wenn du einmal hier klickst. Oder schau einfach unsere weiteren Videos auf diesem Kanal, zum Beispiel dieses hier oder dieses hier.